Das ist das Königreich Gottes. Und wir als Nationen, wir dürfen, wenn wir es zulassen, wir dürfen eingepfropft werden in den Ölbaum. Aber Gott hat kein Königreich für Israel und dann nochmal eins für die, denen das nicht so gefällt. Die lieber so ganz ohne Israel, nein. Und wir haben ja darüber gesprochen, wie sich das entwickelt hat von Anfang an. Ich möchte das jetzt nicht wiederholen und abfragen. Wäre ja interessant, gell? Aber wir hatten das, wie Gott dann nochmal mit Abraham begonnen hat, es vorzubereiten, das Königreich Gottes, Königreich Israel, wie er sein Volk gesammelt hat in Ägypten, dann der Auszug aus Ägypten. Und dann brachte Gott sein Volk an den Berg Sinai. Und das ist die Geburtsstunde des Königreich Gottes mit Israel. Dort am Sinai, da sagte Gott zu dem Volk, indem er ihnen ein Angebot machte, ich glaube, das hatten wir noch, 2. Mose 19, da sagte Gott, werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Denn die ganze Erde ist mein und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das war das Angebot Gottes. Und dann heißt es, 2 Verse weiter, und alles Volk antwortete, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Das heißt, Israel hat das Angebot angenommen. Und von dem Moment an war es das Königreich Gottes mit Israel. Nun haben wir ja miteinander gesprochen, was zu einem Königreich gehört. Klar, zu einem Königreich gehört erstens ein König. Klar, der war da. Es gehört dazu ein Volk, das versammelte sich gerade am Berg Sinai. Es gehört drittens dazu, jetzt fragt er doch ab, ein Land, dahin waren sie jetzt gerade unterwegs, um das Land einzunehmen. Und viertens gehört dazu ein Gesetz. Ein Grundgesetz und noch andere Gesetze, die das dann näher ausführten. Wir können auch sagen, eine Verfassung. Als Jesus begann zu predigen, gleich am Anfang, da heißt es, er predigte das Evangelium vom Königreich Gottes und ziemlich am Anfang, nachzulesen in Matthäus 5 bis 7, gibt Jesus die Regierungserklärung ab. So wie Gott dort am Sinai, an einem Berg, das Grundgesetz gegeben hat, so wiederholt Jesus noch einmal, wo der neue Bund dazukommt, noch einmal das Grundgesetz und führt noch etwas mehr aus. Er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Und dann erklärt er es noch ein bisschen mehr, deswegen ist es ein bisschen länger als nur die 10 Gebote. Aber er macht das gleich von vornherein klar. Und genauso, wie man die Bergpredigt, oder wie es unmöglich ist, die Bergpredigt zu akzeptieren und zu leben, wenn man nicht zu seinem Reich gehört, wenn man nicht in der Nachfolge ist, wenn man kein Jünger ist. Genauso wenig kann ich auch die 10 ich sage es einfach nochmal, ich sage es nachher nicht mehr, die 10 Gebote halten, wenn ich nicht in seinem Königreich bin,
Natürlich werde ich mich dagegen auflehnen. Natürlich werde ich rebellieren dagegen, wenn ich nicht im Königreich lebe. Wie kann man so etwas? Es ist nur für Leute gedacht, die im Königreich leben wollen. Und für die macht es Sinn. Weil die auch aus der Kraft Gottes leben. Und deswegen musste Mahatma Gandhi scheitern, wenn er sein Volk regieren wollte mit der Bergpredigt. Die Bergpredigt ist gedacht für die, die Jesus nachfolgen, die seinen Geist haben und die deswegen auch befähigt sind, das einzuhalten. Und wenn ich den Geist Gottes nicht habe und nicht in der Nachfolge Jesu stehe, dann werde ich sagen, wie kann einer? Das ist unmöglich. Das kann man nicht halten. Ja, kann man auch nicht. War auch nie gedacht, dass wir das einfach so halten, in der eigenen Kraft. Er hat es zu seinen Jüngern gesagt. Und hier gibt er die 10 Gebote für sein Volk, das Grundgesetz oder die Verfassung. Und ich glaube, jetzt habe ich hoffentlich das letzte Mal das Wort Gebote in den Mund genommen. Denn es sind keine Gebote. Ich weiß, in meiner Bibel steht auch als Überschrift die 10 Gebote. Nun, die Überschrift hat hier irgendjemand dazu gemacht. Das ist nicht Teil des Bibeltextes. Im Bibeltext heißt es, Kapitel 20, Vers 1, und Gott redete alle diese Worte. So, da steht nicht, und Gott sagte alle diese Gebote. Paragraph 1. Das steht nicht da. Und deswegen möchte ich es mal so überschreiben, die 10 Realitäten Gottes oder die 10 Realitäten, die ein Leben gelingen lassen. Was ist der Unterschied zwischen einem Gebot und einer Realität? Ein Gebot, das kann ich einhalten oder brechen. Nicht wahr? Ich bin mal, als eins unserer Kinder krank war und wir wohnten damals in Liebenzell, Geschwindigkeit im Ort 40 Stundenkilometer, mir hat es pressiert. Ich bin mit ihr zum Arzt. Das Ortsschild und dann kommt lange nichts. Also bin ich nicht mit 40 gefahren, sondern das war so ein Schild mit einem roten Rahmen und eine 40 drin. Das ist keine Empfehlung, das ist ein Gebot. Ich kann mich danach richten oder nicht. Ich habe mich nicht danach gerichtet. Ich habe dann Brief gekriegt. Einen Liebesbrief gekriegt von der Polizei oder die Stelle, die dann zuständig ist. Ich durfte dann einen Monat laufen. Dann bin ich nicht mal 40 Stundenkilometer. Und so weiter. Ja, das ist ein Gebot, eine Realität. Eine Realität ist was anderes. Wenn wir solche Schilder haben, wenn ich irgendwo an ein Ufer fahre und da ist so ein Schild, da kann ich ja sagen, oh, jetzt gucke ich schnell rechts und da ist kein Blitzer, keine Polizei. Ich fahre, kann ich machen. Ist nicht verboten. Nur die Realität wird mich brechen. Ja, da ist eine Brücke. 2 Meter. Oh, ich habe Fahrräder drauf. Ich guck rechts und links, ach, keine Polizei da, kein Blitzer, schreibt mich niemand auf. Also los, wieso soll ich unter der Brücke nicht durchfahren dürfen? Kann mir doch niemand verbieten, ist auch nicht verboten. Aber die Realität wird mich brechen. Das, was Gott uns gibt an Worten, wenn wir sie nicht einhalten, sie werden unser Leben brechen. Es sind Realitäten. Und wenn wir nach ihnen leben, dann gelingt unser Leben. Wenn wir es nicht danach leben, werden wir unser eigenes Leben brechen. Da muss niemand aufschreiben. Ja? Es sind Realitäten.
Ich weiß nicht, was für eine Übersetzung ihr vor euch habt. In den meisten Bibelübersetzungen steht dann, du sollst keine anderen Götter haben. Du sollst den Feiertag heiligen. Du sollst, wenn es dir nichts ausmacht, in deiner Bibel zu malen, zu schreiben, dann streich das Wort sollst durch. Mit gutem Gewissen, es steht nicht im Urtext. Es steht nicht da, weil es keine 10 Gebote sind. Es steht nicht da, du sollst. Vielleicht könnte man besser übersetzen, du wirst. Wenn der Herr dein Gott ist, wenn du das verstanden hast, wenn der Herr dein Gott ist, dann wirst du den Namen Gottes nicht missbrauchen. Dann wirst du keine anderen Götter neben ihm haben. Wenn natürlich der Herr nicht dein Gott ist, dann wirst du bei jedem Gebot sagen, warum? Ja? Macht das Sinn? Denke ich das so? Wenn der Herr dein König ist, dann wirst du danach leben. Stellen wir uns mal vor, vielleicht ungefähr so. Da ist ein junges Paar. Die wollen heiraten. Und dann sagt die Braut noch vorher zu ihrem Bräutigam, pass mal auf, da sind noch einige Dinge, die sind mir ganz wichtig, dass wir die vorher klären, wenn wir jetzt heiraten. Bitte versprich mir, dass du keine andere neben mir hast. Schatz, wie kommst du denn auf die Idee? Will ich doch überhaupt nicht. Okay, ich wollte es ja nur sagen. Noch was. Bitte versprich mir, dass du meinen Namen nicht missbrauchst oder in den Dreck ziehst. Ja, sage mal, dein Name ist mir lieb. Den werde ich doch nicht missbrauchen. Nee, ja, aber okay. Und weißt du, ist ja schön, dass wir zusammen sind. Versprichst du mir, dass wir wenigstens einmal in der Woche, dass wir wenigstens einmal in der Woche einen Tag haben, wo wir uns Zeit nehmen und miteinander sprechen. Schatz, was sagst du denn da? Einen Tag in der Woche? Ich möchte mein ganzes Leben mit dir teilen. Ja? Ja, ich will es einfach nur klären. Du weißt ja, sagt die Braut dann, du weißt ja, ich habe noch ein paar Schwestern. Du kennst die, sind totschick. Aber gell, versprech mir, dass du nicht... Komme jetzt, bitte. Und Brüder habe ich auch noch und so. Gell, versprich mir, dass du die nicht bestiehlst. Könnt ihr euch das vorstellen? Der Bräutigam wird sagen, selbstverständlich. Also dein Name ist mir so lieb und alles. Versteht ihr? Das ist der Herzschlag dieser 10 Worte. Das sind keine Gebote. Sie haben mit Beziehung zu tun. Die ganze Bibel hat mit Beziehung zu tun. Es ist eigentlich ein einziger Liebesbrief Gottes an uns. Es geht Gott um Beziehungen. Wir hatten das erste Wort in der Bibel, als wir angefangen haben mit der ganzen Serie. Das erste Wort, Bereshit. Und da haben wir die Buchstaben genommen und haben das etwas verklamüsert. Und dann haben wir entdeckt, dass in dem ersten Wort drinsteckt, Gott hat den Gedanken, ein Haus und eine Familie zu bauen. Und dementsprechend hat er dann geplant. Die Familie, die braucht einen Lebensraum und so weiter. Das hat er dann geplant und dann hat er es erschaffen. Aber das Ziel ist, er will Familie haben. Und die Bibel endet damit, dass gefeiert wird. Gott wohnt bei seinem Volk. Und dann wird gefeiert. Nicht bloß das große Hochzeitsmahl, sondern da, also ein großes Fest und Lobpreis. Und es ist einfach, Gott ist mit seinem Volk auf ewig und unwiderruflich vereint. Das ist
das Ziel, hat Gott von Anfang an. Beziehungen. Und so geht es auch hier in den Worten, die er uns hier sagt, geht es ihm um Beziehungen. Die ersten vier Realitäten haben mit unserer Beziehung zu Gott zu tun und die anderen Realitäten haben mit unserer Beziehung untereinander zu tun. Und das Schlüsselwort für Beziehungen, wir hatten das schon mal, Kavod, das zum einen bedeutet, einer Sache oder einer Person Gewicht geben. Dass Gott gibt uns viel Gewicht. Dass wir Gott und den anderen, dass wir ihnen Gewicht geben, sie ehren. Und in dem Wort Kavod steht noch drin, dass wir, durch, wenn wir einander ehren, dass wir dadurch die innere Tür öffnen. Wenn wir einander ehren, einer achtet, den ehre den anderen höher als sich selber, dann öffnen wir die innere Tür für einander. Jede dieser Realitäten, wenn wir sie durchnehmen, hat eine positive und negative Seite, wenn wir so wollen. Und wir wollen jetzt diese Realitäten durchgehen. Und ich nehme die hebräische Zählweise. Und da wird auch nicht mit erstens erste Realität, sondern man nimmt die Buchstaben. Aleph ist die erste Realität. Bet ist die nächste Realität. Und so weiter. Und genau. Und jeder Buchstabe hat eine Bedeutung. Und die Stoßrichtung jeder Realität hat mit dem Buchstaben zu tun, der davor steht. Aleph, ihr wisst, ich nehme die bewusst die Schreibweise, wie sie damals Mose, David und so weiter hatte. Aleph, das ist so der Ochsenkopf, sieht man noch so ein bisschen die Hörner. Starke Tier, Aleph ist der Erste. Aleph bedeutet der Erste, das Haupt, der Starke. Die erste Realität. Ich bin der Herr, dein Gott. Punkt. Kommt noch, der dich aus Ägyptenland geführt hat und so weiter. Aber ich bin der Herr, dein Gott. Punkt. Da ist kein Du sollst. Ist auch kein Du wirst. Die erste Realität ist nur Zusage. Großartig. So fängt's an. Gott, der Starke, Aleph, der Ochse, das ist der Leiter, der Herr ist, der führt. Wir hatten das Wort fürchten, Yareh bedeutet die Hand, die ich sehe. Wenn wir Gott fürchten, dann bedeutet es, die Hand Gottes ist die erste und letztlich die Hand, die ich sehe. Ich sehe letztlich nicht Corona, doch ich sehe das schon. Aber ich sehe über Corona, da ist eine Hand, nicht die Hand von Karl Lauterbach. Die Hand sehe ich auch. Völlig egal, wie ich drüber denke, die Hand Gottes steht drüber, das glaube ich. Und deswegen bin ich auch nicht einem Karl Lauterbach oder irgendjemand ausgeliefert oder was auch immer. Das ist nur als Beispiel. Mein Leben ist in seiner Hand und seine Hand steht drüber. Und wenn Putin droht und sagt, dass er Nuklearwaffen hat, dann weiß ich das. Und Amerika hat auch welche. Die Hand Gottes ist drüber. Wenn ich nur die Hand von Putin sehe, oder die Hand von Biden, oder Zelensky, oder wie die Unterhändler alle heißen,
dann kann es einem Angst werden. Dann haben wir auch Furcht. Die Furcht Gottes ist genau das gleiche Wort. Ich sehe aber nicht die Hand dieser Leute, ich sehe die Hand Gottes. Ich bin der Herr, dein Gott. Hey, ist das nicht großartig? Das zu wissen, ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. So haben es unsere Väter schon gesungen. Ich bin der Herr, dein Gott. Und bei Gott steht Elohim. Ob ich jetzt Elohim, die Mehrzahl nehme, wir wissen, es ist ein dreieiniger Gott. Elohim oder El, El bedeutet der starke Hirte. In dem Namen Gottes, wenn wir sagen Gott, Elohim, dann bedeutet es, er ist der absolut starke Hirte. Ich bin der Herr, dein Hirte. Und nichts, aber, und jetzt kommt es eben doch, nein, nein, gar nichts, nur Zuspruch. Ich bin der Herr, dein Hirte. Das ist Paragraph Nummer 1. Und da baut das andere drauf auf. Ich bin der Herr, dein Hirte, in dem Wort Hirte. Das kann man auch übersetzen, wenn David sagt, der Herr ist mein Hirte. Dann kann man das auch übersetzen, der Herr ist meine verzehrende Leidenschaft. Das sagt das Wort auch. Hirte, verzehrende Leidenschaft. So ist ein Hirte. Der gibt sein Leben für die Schafe. Der sagt eben nicht, oh ja, es waren vorher waren es 100, jetzt sind es noch 99, oh, das sind die meisten. Das eine, sagen wir wieder eins. Nein, dann sucht er, ja, Gottes verzehrende Leidenschaft. Und wenn das nicht wäre, der Saal wäre leer heute Abend. Wenn Gott uns nicht mit einer verzehrenden Leidenschaft suchen würde, uns, die wir manchmal so bockig sind, wenn er sagen würde, jetzt langt's mal aber. Ich lass die oder ich lass dich nicht. Und er lässt auch den Jona nicht. Dann soll er nach Tarsis gehen, dann suche ich mir einen anderen. Er weiß doch genau, was wird denn mit dem Leben des Jona, wenn ich den laufen lasse. Kennt die Geschichte, holt er ihn zurück, ja? Er wird ja nicht seines Lebens nicht mehr froh. Und wenn David sagt, der Herr, Gott ist meine Leidenschaft, Gott ist meine verzehrende Leidenschaft, bedeutet das, dass Gott eine leidenschaftliche Liebe zu David hat, oder bedeutet das, dass David eine leidenschaftliche Liebe zu Gott hat? Wenn er sagt, Gott ist meine verzehrende Leidenschaft, heißt das im Blick von Gott auf ihn, oder heißt das der David, dass er sagt, so ist meine Beziehung zu Gott. Gott ist meine verzehrende Leidenschaft. Oder ist es beides? Ich glaube, es ist beides. Ja? Das ist die Frage. Der Herr ist mein Hirte, der Herr ist meine verzehrende Leidenschaft. Danke, Herr, dass das stimmt, dass du eine solche verzehrende Leidenschaft hast zu mir, zu dir, zu uns. Sonst wären wir nicht hier. Garantiere ich dafür. Also sagen, Herr, ich möchte auch, dass du meine verzehrende Leidenschaft bist. Gegenseitig. Ich bin der Herr, dein großer Hirte. Der dich aus der Knechtschaft geführt hat. Ich habe dich rausgeholt. Aus was hat Gott uns alles rausgeholt? Ich habe dich erlöst. Er hat uns befreit. Lauter Zusagen, lauter Zusagen. Komm, und ich möchte jetzt
Ich möchte ein Hirte sein. Ich möchte dich führen. Durch das ganze dunkle Tal und was alles. Jetzt könnten wir über Psalm 23 sprechen. Ist mir jetzt keine Versuchung. Nicht, dass er Angst hat. Jetzt spricht er da auch nur drüber. Nein, mache ich nicht. Können wir zu Hause das machen. Ja, da wird das ja beschrieben. Das alles ist da drin. Das ist Gott. So stellt er sich vor und macht einen Bund mit uns. Wisst ihr, das ist was ganz anderes als ein Gebot. Gebote, die 10 Gebote. Das erste Gebot, du sollst. Wo ist das du sollst hier? Gott sagt, ich überschütte dich mit so viel Gutem. Das ist mein Angebot. Das ist Paragraph Nummer 1. Ich bin der Herr, dein Gott, dein Hirte. Die zweite Realität, Beit. Und dieser Buchstabe signalisiert das Haus. Tritt ein in Gottes Haus und Familie. Übrigens, ich hab ein Handout, wo die Hauptpunkte alle drauf sind, über die wir sprechen und auch so die Unterpunkte, die hat Johannes hinten. Wer das überspielen möchte auf sein Smartphone oder sich dann ausdrucken will und später nochmal lesen, könnt ihr das machen. Nur, ja, damit ihr das wisst. Tritt ein in Gottes Haus und Familie. Du wirst keine anderen Götter neben mir haben. Das heißt, wir antworten und treten ein in den Bund Gottes. Wir treten ein in sein Haus. Das bedeutet auch, wir verlassen alle anderen Häuser. Unsere Väter haben früher gesagt, die Brücken abbrechen. Wir verlassen alle anderen Häuser, und es gibt viele mögliche Häuser, in denen man leben kann. Wir entscheiden uns, wir leben im Haus Gottes, wo er der Herr ist, der Hirte, der Vater gleichzeitig, der König. Wir treten ein in Gottes Haus, in seine Familie. Wir geben allen anderen Bundesschlüssen, alles andere, geben wir den Rücken. Wir haben nur letztlich einen Bund mit dem Herrn. An der Stelle, wo Mose das nochmal zusammenfasst, die 10 Realitäten, in 5. Mose, Kapitel 5 und 6, da fasst er das zusammen und dann sagte er dazu, und so sollst du den Herrn, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft. Von ganzem Herzen. Herzen heißt im Hebräischen Lev oder Leb. Das ist das Herz. Und da gibt es einen Namen dazu. Leb. Kaleb. Kaleb heißt von ganzem Herzen. Und Kaleb war einer, der von ganzem Herzen Gott gefolgt ist. Und im Hebräischen werden ja nur die Mitlaute geschrieben, die Selbstlaute nicht. Und deswegen ist es das gleiche Wort, wie man Kaleb schreibt, schreibt man auch Kaleb. Also die gleichen Worte, nur der andere Selbstlaut. Kaleb, Kaleb. Und Kaleb bedeutet ein treuer Hund. Das gleiche Wort. Kaleb von ganzem Herzen, Kaleb ein treuer Hund.
Mr. Caleb, das war einer, das war ein treuer Hund. Darf ich das mal so sagen? Auf den konnte der Mose sich verlassen. Aber wie? Auf einen treuen Hund kannst du dich verlassen. Weil es das Wort einfach hergibt, darf ich das mal so sagen? Dass wir so treu sind wie so ein treuer Hund. Dass Gott sich auf uns verlassen kann. Wir wohnen in seinem Haus. Von ganzem Herzen. Und was ist die Atmosphäre in diesem Haus? Das sagt Gott bei der zweiten Realität. Da sagt er, er ist einer, Vers 6, der Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden. Das ist die Atmosphäre. Als Gott sich selber vorstellt, dem Mose, und ihm sagt, dass er ein barmherziger Gott ist, da gebraucht er zwei Worte im Hebräischen. Das eine ist Chesed, das bedeutet die Bundestreue, die absolute Treue, mit der er zu seinem Bund steht. Er steht dazu. Und das zweite Wort, das Gott selber benutzt, wenn er sagt, er ist barmherzig, und hier sagt er es auch, Barmherzigkeit, das ist das Wort Rachum. Rachum, das ist auch eines der Wörter, das gebraucht wird für den Bauch einer Frau, für die Gebärmutter. Wenn ich das Wort Rachum aufschlüssle nach dem Buchstaben, dann bedeutet das eine Person im Innern einer Kammer mit Wasser. Eine Person im Inneren einer Kammer mit Wasser. Was ist das? Das ist ein Embryo. Ein Embryo ist eine Person in einer Kammer mit Wasser. Und da ist der Embryo geschützt. Da kommt nichts ran. Wenn da was ran soll, dann geht es nur über die Mutter. Anders nicht. Die Mutter ist der Garant, dem Embryo passiert nichts. Und das Wort gebraucht Gott, wenn er von Barmherzigkeit spricht, dass er sagt, und jetzt die Einladung, tritt ein in das Haus. Die Atmosphäre, die dort herrscht, ist, dass Gott dich so schützt, wie eine Mutter ihr Embryo. Da kommt nichts ran, da lässt sie nichts ran. Das sagt Gott. Ist das ein Du sollst? Das ist doch eine Einladung. So achte ich auf dich. So passe ich auf. Das sagt er selber. Wenn er das nicht sagen würde, weiß ich nicht, ob ich mir trauen würde, das solche kühne Gedanken zu äußern. Wenn Gott sie nicht selber sagt, so ist es. Und dann hatten wir, glaube ich, letztes Jahr die Jahreslosung, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Das gleiche Wort. Das heißt, das sagt ja Jesus, sagt, so wie ihr euch geschützt wissen dürft in Gott, und Gott wird nichts an euch ranlassen, der wird auch nicht schlecht über euch reden, der passt auf euch, der schützt euch. Genau so sollt ihr einander schützen. Das heißt, seid barmherzig. So wie Gott uns schützend umgibt, so umgebt ihr einander schützend. Da lassen wir nichts auf den anderen kommen. Es geht nicht. Geht nicht. Wisst ihr, das ist die Atmosphäre in dem Haus.
Wir hatten ja vorher Psalm 23. Wisst ihr, wie Psalm 23 endet? Psalm 23 endet, indem David uns die zwei Schäferhunde Gottes vorstellt. Kennt ihr die? Gott hat Schäferhunde. Ich habe immer gedacht, nee, Gott hat keine Schäferhunde. Das ist der Unterschied zwischen Gott und einem menschlichen Hirten. Doch, Gott hat zwei Schäferhunde. David nennt die ganz am Schluss von Psalm 23. Da heißt es am Schluss wörtlich: Gutes und Barmherzigkeit werden mich verfolgen. Da steht verfolgen. So wie ein Hund dich verfolgt. Wir sind Verfolgte. Wir sind verfolgt von Gutem und Barmherzigkeit. Das sind die Schäferhunde Gottes. Ist das nicht ein großartiger Gott? Wisst ihr jetzt, warum ich nicht von den 10 Geboten spreche, sondern von den 10 Realitäten? Das ist eine Realität. Ich bin der Herr, dein Gott. Tritt ein in mein Haus. Und ich sage dir, was für eine Atmosphäre dort herrscht. Im Gespräch mit einem Klassenbruder von Liebenzell neulich hat er mir irgendwie im Gespräch dann gesagt, was seine Oma ihm früher gesagt hatte. Das ist ein Liedvers. Wüssten doch die Leute, wie es beim Heiland ist. Sicher würde mancher heute noch ein Christ. Wisst ihr, wir haben früher im Konfirmandenunterricht, wenn wir unser Konfirmationsbüchle aufgeschlagen haben, dann kam ganz vorne die 10 Gebote. Und dann haben wir auswendig gelernt, du sollst und du sollst. Wir hatten doch keine Ahnung, was da drin steht. Und es hat uns auch keiner gesagt. Es hat uns keiner im Namen Gottes die Einladung ausgesprochen, die Gott an der Stelle macht. Man weiß ja, wie man das hört. Du sollst, ja, Pfeifendeckel, du sollst. Ja? Und wie viele wollen von Gott nichts wissen? Die haben keine Ahnung. Unterwegs haben wir telefoniert mit jemand, wo mit dem Auto und wie, ich habe so ein bisschen gehört, was gesprochen wurde, wie auch die Person sagte, ach so und so, ach, der will von Gott nichts wissen, der findet das nicht, der hat Gott noch nie kennengelernt. Woher sollen sie es wissen, wenn wir es ihnen nicht sagen? Sagen wir ihnen keine Gebote, sagen wir ihnen die Einladung Gottes. Ich mache nicht in dieser Ausführlichkeit alle 10 durch. Nein, das aber wisst ihr, wenn das erste wackelt, dann braucht man die anderen gar nicht durchmachen. Auf dem basiert alles andere. Und wenn das nicht stimmt, macht das andere keinen Sinn. Ich bin der Herr, dein großer Hirte, deine verzehrende Leidenschaft. Komm, tritt ein in mein Haus. Und die dritte Realität, Gimmel. Das Geschenk des Namens Gottes, Gimmel, das ist das Kamel, das sich erhebt, um zu dienen, zu tragen, um zu dienen. Wir erheben den Namen Gottes. Es gehört also, es gibt Lieder, die so heißen, ja, wir erheben dich. Ja.
Das ist ja, das soll ja auch nicht nur, soll ja nicht nur der Mund sein, der das sagt, sondern das soll ja unser Leben. Wir wollen dich erheben, Herr, und dir dienen. Unser Leben soll dir gehören. Der Name Gottes, der Name des Herrn ist ein fester Turm, ist ein festes Schloss, der Gerechte läuft dahin und ist beschirmt. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Wir hatten den Namen Gottes, Jehova, die Hand Gottes, die alles geschaffen hat, in der unser Leben verankert sein darf. Die Hand Gottes, die dafür steht, der Nagel, das Gott selber, das Waff. Gott hat sich selber gegeben für uns, hat uns erlöst. Im Namen ist der Vater, der Sohn, der Heilige Geist drin. Er hat uns erlöst. Und er ist der Nagel, an dem darf ich mein Leben festmachen. Das ist der feste Anker unserer Seele. Was hat denn, wo haben wir denn sonst Halt in unserer Zeit heute? Und was noch alles kommen wird? Die Zeit wird nicht besser. Ist ja egal, die Bibel sagt es uns. Brauchen wir uns gar nicht erstaunt sein. Aber wir dürfen festgehängt sein an ihm, festgemacht an ihm. Du wirst den Namen, den werden wir nicht missbrauchen. Das steht auch, das ist eine, was da, das Wort ausschlüsseln. Und auch wenn wir unterschiedliche Übersetzungen lesen, merken wir schon, was da dahinter steht. Dass man die Namen klein macht. Dass man scherzhaft über ihn redet. Ihn unnütz gebraucht. Ich kriege immer einen Stich, wenn ich so die Schwaben manches Mal höre. Ja, grüß Gottle. Das ist zwar der Name Gottes nicht drin, aber das ist für mich so die Grenze. Ich bin der Herr, dein Gott. Du, das ist der Aleph, das ist der Stärkste, das ist die größte Kraft in dieser Welt. Er ist der Hirte. Er ist Gott. Wenn du Gott erlebt hast, dann gibt es für dich kein Gottle. Le bedeutet immer etwas klein machen. Ja. Statt einem Tisch ist es ein Tischle. Statt einem Auto ist es ein Autole. Und genauso ist es Gott und Gottle. Gottle gibt's nicht. Haben wir eine Ahnung, von wem wir reden? Ja. Wie gesagt, der Name Jehova ist nicht drin. Aber Gott, das ist Elohim. Das ist Hirte, Hirtele. Er ist ein starker Hirte. Also der verzehrt sich in Leidenschaft für dich. Den machen wir nicht klein. Hirtele. Das gibt's nicht. Wenn er ein Hirtele wäre, dann würde ich mein Leben nicht anvertrauen. Ist ja. Vielleicht müssen wir es manchmal den Leuten sagen, du, was meinst du denn jetzt damit? Ja? Ist ja nicht die Frage, was ich dazu denke, sondern wie denkt Gott darüber, wenn wir so von ihm reden? Ist das die große Hand, die wir drüber über allem sehen? Gottle, ist das Gottle? Oder wie wir reden können, oder versteht ihr? Nur als Beispiel, ja. Für was man den Namen Gottes gebrauchen kann. Ich will gar nicht davon reden, dass man den Namen Gottes nimmt als Deckmantel, um irgendwie ein falsches Versprechen abzusegnen. Du wirst den Namen nicht vergeblich benutzen. Nächste, Dalet, ist die vierte Realität. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. Wer gearbeitet hat, darf auch ruhen. Ist uns eigentlich schon mal, haben wir schon mal drüber nachgedacht, warum die Propheten im Namen Gottes sagen, dass Gott so ein so großes Gewicht auf die Einhaltung des Sabbats legt? Also,
ich habe mir mal gedacht, also wenn Gott sagen würde, wir sollen einander nicht töten und nicht Ehe brechen und das ist mir wichtig, da würde ich sagen, jawohl, verstehe ich. Aber dass Gott so drauf rumreitet geradezu, Jesaja und andere, dass der Sabbat geheiligt wird. Wenn einer mal den Sabbat nicht hält, ist das so tragisch. Wenn ich jemand umbringe, gut, der ist tot. Aber den Sabbat. Den Sabbat heiligen. Was heißt eigentlich Sabbat? Wenn wir das Wort auseinandernehmen, der erste Buchstabe, wir sehen das, haben sie auch in Deutsch, Shin, Selbstlaut fällt weg, Bet. Shin und Bet. Das Wort gibt das Wort Schub oder Schuf. Wie gesagt, Selbstlaut kann wechseln, ist egal. Schub oder Schuf. Und Schub oder Schuf bedeutet Buße, Umkehr. Der Buchstabe Shin sind die Zähne, zerstören, bet das Haus. Buße bedeutet also Zerstörung des Hauses. Wenn eine Armee ein anderes Land eingenommen hat. So denke ich zum Beispiel in Nebukadnezar. Er hat Israel eingenommen. Er nimmt Israel gefangen. Was hat er mit den Häusern gemacht? Was hat er mit Jerusalem gemacht? Zerstört. Warum? Damit sie nicht wieder zurückkehren können. Ja, das macht man dann. Das machen die Eroberer. Sie verwüsten das Land, sie verwüsten die Häuser, damit sie nicht wieder zurückkehren. Buße tun heißt, ich zerstöre die alten Häuser. Immer wieder bei den Brücken, ja, ich zerstöre die, weil ich mit denen nichts mehr zu tun haben will. Ich bin jetzt in einem anderen Haus. Jetzt mal im Bild gesprochen, Israel. Ich habe auch kein Wochenendhäuschen mehr in Ägypten, wo ich ab und zu zurückkehren kann. Wenn es mir vielleicht ein bisschen zu eng ist in Israel, dann gehe ich nach Ägypten, da habe ich ein Ferienhäusle. Ich komme dann schon wieder zurück. Alles abgebrochen. Das heißt Buße. Totale Umkehr. Da steckt in dem Wort Schabbat drin, Schub, und das letzte ist das Taf. Also Buße, Schub, und dann kommt das Taf. Und das Taf hat es Form eines Kreuzes. Und schon im Alten Testament, merkwürdigerweise, wenn man davon gesprochen hat, zum Beispiel Hesekiel, dass Hesekiel, Gott im Hesekiel sagt, ich gebe, mach meinem Volk ein Zeichen an die Stirn. Dann haben die ein Taf gemacht. Weil Zeichen, das Wort Taf, einfach nur der Buchstabe Taf ist Form eines Kreuzes. Christus sagt, sucht in der Schrift, sie ist sie von mir zeugt. Selbst im Alephbet, im Alphabet. Das bedeutet also, Schabbat bedeutet, ich kehre um zum Kreuz. Ich kehre um. Zum Bund. Das Taf war das Zeichen für den Bund. Ich kehre um zum Bund. Das heißt, spätestens einmal in der Woche ist der Punkt, wo ich sage so, alle Räder stillgestanden. Gibt es Dinge, die gehören nicht zu meinem Bund mit dem Herrn? Dann ist jetzt der Zeitpunkt. Ich kehre um zum Kreuz. Ich kehre um zum Bund. Denn das Schabbatgebot hat mit Beziehung zu tun. Spätestens mit dem Ablauf der Woche wird meine Beziehung mit dem Herrn in Ordnung gebracht. Wird das wieder festgemacht.
Wisst ihr, warum Gott jetzt das Gebot, diese Realität so wichtig ist? Gedenke an den Schabbattag, weil Gott Beziehung möchte. Das spätestens an dem Punkt. Und da will ich jetzt nicht falschen, ob das am Samstag oder Sonntag ist, aber spätestens nach einer Woche bist du wieder. Ist die Beziehung wieder in Ordnung gebracht? Ist das ein Muss oder ist es wohltuend? Ja? Deswegen ist das Gott so wichtig. Kehre um zum Bund und auch zum Ehebund. Deswegen gehört es zum Schabbat. Zum Schabbat in Israel, wenn wirklich Schabbat gefeiert wird, dann gehört es dazu, dass Sprüche 31 gelesen wird. Was heißt, wie ist es überschrieben, ein Lob der tüchtigen Hausfrau oder wie, egal. Ja. Einfach, das ist der Tag, wo einfach der Hausvater vor allen Kindern sagt, Leute, ich sage euch hier, eure Mama. Es gibt viele Mamas in dieser Welt. Aber eure Mama ist die Beste. Das ist die Frau, die ich lieb habe. Und wir gehören zusammen. Ist das gut für eine Familie? Ist das gut für unsere Beziehung mit dem Herrn? Wenn wir das leben, gedenke des Schabbattages. Jetzt lege ich noch einen Zahn zu. Hey, ist das offene Fenster. Siehe, oder auch das, der Letter, der Buchstabe, hey, siehe das verheißene Land. Ehre, Kavod, ehre Vater und Mutter, öffne die Tür, damit es dir gut geht in dem Land, das der Herr dir verheißen hat. Das verheißene Land. Gott möchte, dass wir im verheißenen Land leben. Siehe, das offene Fenster. Das verheißene Land. Gott möchte nicht, dass wir in der Wüste rumirren. In der Einöde. Sondern im verheißenen Land leben. Und das verheißene Land, das ist ein Land der Ehre. Das ist ein Land, da herrscht Wertschätzung. Ehre, dein Vater und deine Mutter. Ja, da gehört auch dazu, auch die Fürsorge ist da mit drin. Ehre, dass wir so miteinander umgehen. Waff. Das ist der Nagel, der alles zusammenhält. Haltet zusammen. Ehre beschützt Leben. Wer seinen Bruder hasst, sagt Jesus, der ist ein Totschläger. Der Nagel deutet an, wir sind alle miteinander verbunden. Ehre hält zusammen. Zayin, die siebte Realität, die Waffe. Die Waffe, die zerstört
und verteidigt. Du sollst nicht Ehe brechen. Was für einen Helfer hat Gott uns denn da an die Seite gegeben oder dem Adam? Das heißt, ich will ihm eine, wenn Gott sagt, ich, im alten Luthertext steht, ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn ist. Ja! Und ich hatte das in der Seelsorge. Dann kam einer, der hat es ernst gesagt, das kann ich erwarten, wenn ich heimkomme von der Arbeit, dass meine Frau da ist und dass sie dann so, hat er nicht so gesagt, aber im tiefsten Grund hat er das gemeint, dass die um mich rumschwirrt, dass sie mich umsorgt. Steht doch in der Bibel. Steht nicht da. Da steht nicht Gehilfin, Kindsmagd. Das Wort heißt Ezer. Wisst ihr, was das Wort Ezer, es bedeutet Hilfe zum einen. Wisst ihr, was das Wort letztlich bedeutet, was damit Hilfe gemeint ist? Das ist ein Kampfgefährte. Das bedeutet nicht, der Adam kriegt eine Hilfe, weil er mit dem Geschirrspüler nicht rumkommt. Dann hätte er einen Affen dressieren können. Ja. Der Adam braucht eine Kampfgefährtin. Wo man Rücken an Rücken steht. Und da kommt niemand an die Person hinter mir ran. Ja, der hat es mit mir zu tun. Ich decke den Rücken meiner Partnerin. Und sie deckt meinen Rücken. Und hat man gekämpft früher, wenn es im Nahkampf war. Rücken an Rücken. Wenn einer alleine dasteht, ist mein Rücken nicht gedeckt. Wehe mir. Deswegen Rücken an Rücken. Kampfgefährte. Das ist das Bild. Das sagt Gott, der Adam. Der sagt nicht, der arme Kerl, der kommt nicht rum. Der braucht eine Kampfgefährtin. Ja, der soll herrschen über diese Welt. Wie soll der das machen alleine? Der Löwe kommt, was weiß ich, ja? Und so, ja? Kampfgefährte. Das heißt, jeder von uns ist ein Kämpfer, hat Waffen in der Hand. Natürlich, zum Kämpfen. Und wenn wir nicht füreinander kämpfen, Rücken an Rücken, wenn wir uns einander zuwenden und die Waffe benutzen und aufeinander losgehen, das ist es hier, du sollst nicht Ehe brechen. Die Waffe, ja, Chayin, die Waffe, die Gott gegeben hat, dass wir sie nicht einsetzen, um zu zerstören. Man hat früher wenn man früher einen Bund gemacht hat, dann wurde der Bund geschnitten oder gehauen. Man hat ein Tier zerteilt, ja, mit einem Schwert oder irgendwie mit einer Waffe, man hat es geteilt. Deswegen konnte man, ich glaube, in alten Bibelsätzen konnte man lesen, dass Gott einen Bund geschnitten hat. Und dass wir den Bund nicht zerschneiden. Ja. Wir haben Waffen in der Hand. Das ist das, was Gott sagt nach dem Sündenfall. Wenn er sagt, aber sehr verdeckt ausgedrückt, wo Gott sagt, Eva, dein Verlangen wird nach deinem Mann sein. Das bedeutet nicht, ja, du willst halt mit ihm schlafen. Kapitel später wird das auch benutzt. Nochmal die gleiche Formulierung. Da heißt, die Sünde lauert vor deiner Tür. Und nach dir hat sie Verlangen, sagt Gott zu Kain, du aber herrsche über sie. Die Sünde ist vor deiner Tür und nach dir hat sie Verlangen. Was heißt das? Die will dich kaputt machen. Das ist im Klartext. Und Gott sagt, Folge des Sündenfalles.
Eva, die will ihren Mann kaputt machen, die will ihren Mann beherrschen. Gott sagt das voraus, es wird Kämpfe geben. Dein Verlangen wird nach deinem Mann sein. Dein Verlangen wird sein, du willst ihn beherrschen. Und er wird über dich herrschen. Oh, nichts kaputt. Ja? Seht ihr, das ist dann so. Gott hat uns etwas in die Hand gegeben. Und dann herrschen wir nicht über die Schöpfung, dann die Eva will über den Adam herrschen. Und Gott sagt, und er wird dein Herr sein, er wird dich beherrschen. Und dann haben wir den ganzen Geschlechterkampf. Dann haben wir das, was dann alles draus geworden ist, ja. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Und die Frauen? Was sagt Paulus? Ihr Männer, liebt eure Frauen. Ich will jetzt kein Studium an der Stelle machen. Was steht da für die Frauen? Und die Frauen? Untertan, Unterordnung. Und habe ich die letzten Tage, kamen wir irgendwie im Gespräch drauf, dann habe ich mal gesucht in einem Wörterbuch, wo halt auch hebräische Worte erklärt werden, dann habe ich geguckt, das Wort für unterordnen. Es ging mir darum, was heißt unterordnen, hebräisches Wort. Und dann stand da ein griechisches Wort. Das Neue Testament ist in Griechisch geschrieben. Und dann stand darunter, wir gebrauchen jetzt an dieser Stelle ein griechisches Wort, weil es das Konzept der Unterordnung, dass die Frau dem Mann untertänig ist, das Konzept gibt es im jüdischen Denken nicht. Gibt es nicht. Weil Gott sie als Kampfgefährten zusammengestellt hat. Und nicht ein Chef und eine Gehilfe. Ja? Diese Zuordnung. So, und Gott sagt, mach die Bünde fest. Mach den Bund fest. Und kämpft miteinander. Seid Kampfgefährten. Lasst euch das nicht rauben. Chet, die neunte Realität. Chet ist der, die achte sind wir. Chet ist der Schutzzaun, ist der Zaun. Du sollst nicht stehlen. In der Bibel sind Zäune Bilder für Schutz, dass wir einander Schutz geben. Wir hatten das Wort für Bruder, Ach. Ach ist im Hebräischen der Bruder. Das ist Aleph und Chet. Das bedeutet, der Bruder ist der erste Zaun, den wir haben. Das ist die Bruderschaft. Der Zaun, den wir haben, dass wir einander umgeben, einander schützen. Das ist der verlängerte Arm Gottes. Da stehlen wir einander nicht. Wir nehmen ihm nichts weg, sondern wir im Gegenteil, wir schützen den anderen. Ich bin in den letzten Tagen im Rahmen einer Predigt, gehört habe von David Wilkerson, da hat er sehr leidenschaftlich gesprochen und hat dann auch ein Wort aus 1. Petrus gehabt, hat gesprochen über Endzeit und so. Dann hat er das Wort auch genommen aus 1. Petrus 4 und Vers 7. Und Petrus sagt, das Ende aller Dinge ist nahe gekommen.
So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Ja. Macht Sinn. Aber Petrus ist noch nicht fertig. Vor allem aber, ja was jetzt? Jetzt sind wir doch schon nüchtern und besonnen und zum Gebet. Er sagt vor allem, er hat die Endzeit im Blick. Vor allem aber habt untereinander eine innige Liebe, denn die Liebe wird eine Menge Sünden zudecken. Als ich das gehört hatte, da musste ich auf die Knie gehen. Sie sagen, Herr, ich spreche manches Mal über das Versagen anderer, wo mich vielleicht andere verletzt haben. Ja, ich habe vergeben, kein Thema. Ich habe vergeben, warum sprichst du dann drüber? Die Sünde, die Liebe deckt zu der Sündenmenge. Naja, der andere muss ja informiert sein. Muss er das? Deckt zu der Sündenmenge. Den anderen schützen. Zaun. Zudecken, nicht vorholen. Ich weiß, wie Ernst Vatter das mal erzählt hat. Manche von euch werden ihn vielleicht noch gekannt haben. Ernst Vatter, früherer Missionsdirektor. Wie er sagte, als ich noch Feldleiter war in Japan, dort in Liebenzeller Mission. Und da sagte er, ich hatte einen Missionar, der hat mir Mühe gemacht. Sagte er, und da hatte ich, an einem Tag machte ich einen Besuch bei der alten Schwester Magdalena Rösti. Hat jemand noch gekannt? Ich weiß nicht. Okay. Dann sagte er, ich war dort und dann wollte ich ihr einfach erzählen von der Not, die ich habe mit dem Bruder. Und habe ich angefangen zu erzählen. Dann sagte er auf, er war Feldleiter. Leiter der Missionare von Japan. Er sagte, da steht die alte Schwester Magdalena Rösti auf und sagt, Bruder Vater, bei mir sind Nichtanwesende sicher. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Und dann hat sie ihren Hut genommen und ist gegangen. Bruder Vater, bei mir sind Nichtanwesende sicher. Das ist der Schutzzaun. Die neunte Realität. Tet, das ist die Schlange. Sei kein Ankläger, gib der Schlange keinen Raum. Die Schlange, die umgibt, umgibt den anderen nicht wie eine Schlange, sondern wie jemand, der schützt. Die Schlange klagt an. Sie verführt und sie klagt an. Wir können uns entscheiden, will ich den anderen so umgeben, dass ich ihn schütze, oder umgeben wie eine Schlange? Ja, gesagt, mal schneller, gell? Die zehnte Realität, die Jüt. Jüt, das ist die Hand. Die Hand zur Arbeit und die Hand Gottes. Sie symbolisiert zum einen die Hand, die arbeitet, und gleichzeitig der Hand Gottes vertraut.
wer mit seinen Händen arbeitet, wer sich einsetzt, wer treu arbeitet, der darf darauf vertrauen, dass Gott ihn versorgt aus seiner guten Hand. Dann sind wir zufrieden und genießen das, was Gott uns gibt, ohne auf das schauen zu müssen, was der andere hat, ohne zu vergleichen. David sagt, der Herr ist mein Hirte. Aber der König Nebukadnezar, der hat einen größeren Palast wie ich. Der lebt in einem Palast, das ist eines der sieben Weltwunder. Mein Königspalast nicht. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Mir fehlt nichts. Ich darf das aus seiner Hand nehmen, was er mir gibt, und darf es genießen. Gott sagt ihm, oder die Söhne Korahs bezeugen es im Psalm 84. Der Herr wird kein Gutes mangeln lassen. Im Luthertext heißt den Frommen, Elberfelder Bibel sagt, glaube ich, den Aufrichtigen oder die, die aufrichtig vor ihm wandeln. Der Herr ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen, denen, die aufrichtig vor ihm wandeln. Das heißt, wenn ich im Moment den Eindruck habe, es fehlt mir etwas, dann ist die logische Schlussfolgerung, ist es wahrscheinlich im Moment auf jeden Fall nicht gut für mich. Denn wenn es gut wäre, hat Gott gesagt, dann wird es mir geben. Aus welchem Grund ich auch immer ich es jetzt im Moment nicht habe. Er hat gesagt, er wird kein Gutes mangeln lassen. Gut ist das, was er für gut empfindet. Nicht, was ich für gut empfinde. Ich würde es für gut empfinden, wenn Gott endlich ein Auferstehungswort sprechen würde zu dem Nerv, von dem der Arzt sagt, im Fuß, der ist kaputt. Und deswegen muss ich halt humpeln. Jetzt könnte Gott nach 5 Jahren endlich einmal ein Auferstehungswort sprechen. Das finde ich gut. Er findet es im Moment nicht gut. Vielleicht kommt der Zeitpunkt, wo es ist, dann freue ich mich drauf. Wenn er es nicht tut, hat er seine Gründe dafür. So verstehe ich das Wort. Er wird nichts mangeln lassen. Seine Hand dürfen wir vertrauen. Was für ein Gott, der uns einlädt, in seinem Königreich zu leben. Jetzt haben wir im Schnelldurchgang mal so ein bisschen gestreift am Grundgesetz des Königreiches. Macht das Appetit drauf, da drin zu leben? Die meisten Menschen haben doch keine Ahnung und wissen nicht, was sie ablehnen. Aber sie haben keine Ahnung, wenn wir es ihnen nicht sagen. Das ist unsere Aufgabe. Deswegen sind wir noch hier, sonst hätte Gott uns längst geholt. Er lässt uns nicht hier, damit wir schön noch ein bisschen, weil Gott uns ein bisschen piesacken will in dieser Welt. Er hat einen Auftrag. Jesus sagt, dieses Evangelium, hört genau hin, was er sagt. Er sagt, dieses Evangelium vom Königreich wird verkündigt werden in der Welt. Er sagt nicht dieses Evangelium von der Errettung. Das gehört auch dazu. Aber das ist es nicht nur. Dieses Evangelium vom Königreich wird gepredigt werden in der ganzen Welt. Bis zum Schluss, bis ich komme. Herr, wir danken dir für dein Königreich. Und wir wollen es sagen, wie dein Volk, Herr, dort am Berg Sinai, in aller Demut, wir sind dir so dankbar, dass du uns das Angebot gemacht hast. Und wir wollen gerne in deinem Königreich leben, eintreten in dein Haus.
Du sollst unser Herr sein, unser Abba, unser großer Hirte. Und noch einmal danken wir dir so herzlich für deine verzehrende Leidenschaft für uns. Und wir wünschen es uns, dass unsere Leidenschaft für dich noch brennender wird. Danke, dass wir in deinem Königreich leben dürfen. Amen.